Hallo ihr Lieben, hallo liebe Landwirte, Alex von Mecki hier, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich verfolge es seit einiger Zeit, was die Bundesregierung und was auch die Europa, also die EU-Regierung mit unseren Landwirten macht und ich finde, das ist eine wahnsinnige Schweinerei. Man entzieht ihnen die Existenzgrundlage, man hindert sie daran, Lebensmittel zu produzieren, um die Bevölkerung zu versorgen. Ja, es ist noch nicht genug, dass wir eine wahnsinnig hohe Inflation haben, gerade auch unter den Lebensmitteln. Aber es muss alles noch viel teurer werden, vor allem auch Fleisch und so weiter. Gut, das betrifft mich nicht. Ich bin sozusagen Vegetarier. Aber das ist halt etwas, was jeder für sich entscheiden muss. Und ja, Lebensmittel müssen halt bezahlbar sein. Und die Menschen immer nur übers Portemonnaie zu erziehen, das ist eine typisch deutsche Eigenschaft, die ich widerlich finde, ganz ehrlich gesagt. Aber es geht mir in diesem Video um etwas anderes. Ich möchte mal einen kleinen Vorschlag machen. Wir hatten ja dieses Jahr einen wirklich doch sehr warmen Sommer gehabt. Früher hieß das Sommer, heute heißt es Hitze, Welle und Hitzewalze und was da nicht alles gesagt wird. Und dabei ist mir aufgefallen, dass dann viele Landwirte dann auch auf den Feldern standen und gezeigt haben, dass ihr Weizen nicht gewachsen ist oder dass der Mais eingegangen ist oder all solche Dinge. Nun frage ich mich dann allerdings, wie machen das die Länder, wo höhere Temperaturen normal sind, wie zum Beispiel im arabischen Raum und auch durchaus in der Ukraine, die ja die Kornkammer Europas war und auch wieder ist. Oder so, selbst in Afrika oder auch in Israel, überall ist es wärmer als bei uns und dort wird auch Getreide angebaut. Nun habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und festgestellt, dass es bestimmte Getreidesorten gibt, die halt auch in wärmeren Gebieten wachsen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist in der Ukraine der Boden trocken, so dass dort bestimmte Weizenarten angebaut werden und man noch nicht mal diese Gifte versprühen muss, also die auch Pflanzenschutzmittel oder Pestizide genannt werden. Ja, da kommt man also aufgrund der Wärme total ohne diese Mittel aus. Der Weizen kann dann sogar als biologisch angebaut verkauft werden. Das finde ich sehr interessant. Ja, dann, wenn jetzt immer gesagt wird, ja, wir werden jetzt häufiger solche warmen Sommer haben, ja, dann müsste man vielleicht dann auch auf Weizenarten umsteigen, die halt in wärmeren Gebieten angebaut werden und dort wachsen und gedeihen. Ja, dann sollte man das vielleicht mal auch in Deutschland machen, dass man auf die Weizenarten zurückgreift, denen die Hitze nichts ausmacht. Das Problem ist, dass niemand sagen kann, wie der nächste Sommer wird. Der letzte Sommer war nass und verregnet und da ist deswegen sehr viel Ernte ausgefallen. Und dieses Jahr war es halt ein bisschen wärmer als sonst und deswegen haben wir halt in diesem Jahr halt Ernteausfälle. Und wie es nächstes Jahr werden wird, welchen Sommer wir dann haben, das kann heute noch keiner so recht vorhersagen. Deswegen weiß man wahrscheinlich auch nicht, welche Weizensorte man nächstes Jahr verwenden sollte. Und dieser Umstand, dass wir nicht wissen, wie der Sommer nächstes Jahr werden wird, stellt natürlich auch die ganze Klimadiskussion in Frage. Denn wenn wir noch nicht mal in der Lage sind zu sagen, wie der Sommer nächstes Jahr sein wird, ja, woher wollen wir denn dann wissen, wie er in 100 Jahren sein wird oder in 30 Jahren oder in 50 Jahren? Ja, aber wir müssen jetzt unbedingt alles runterfahren und Energiewende und erneuerbare Energien und was weiß ich nicht alles und das andere ist alles bäh und das ist total unsinnig und unlogisch. Es wird auch nicht berücksichtigt, dass immer neue Temperaturmessstationen aufgebaut werden und natürlich gerade in der Mitte des Planeten, wo es besonders warm ist, dass allein deswegen schon die Statistik verfälscht wird und immer höhere Durchschnittstemperaturen zustande kommen, dürfte jedem klar sein, der das Spiel durchschaut, nicht wahr? Die Wettervorhersagen für die nächsten Tage sind auch nicht immer zuverlässig. Aber man will wissen, wie das Wetter in einigen Jahrzehnten oder in 100 Jahren sein wird. Da kann man dann echt nur noch drüber lachen. Ja, aber es gibt auch Klimamodelle und was weiß ich alles, ja. Und der Typ, der diese Hockeystick-Statistik entwickelt hat, Hockeystick, ne? Also, der ist ja gerade und nachher geht ja dieses Ende nach oben. Und so hat er auch eine Statistik über die Klimaentwicklung entworfen. Ja, der wurde ja in Kanada, glaube ich, verklagt. Und sollte seine Daten offenlegen, hat er aber nicht gemacht und ist dann wirklich auch verurteilt worden. Die Hockeystick-Theorie ist somit offiziell verworfen worden. Aber das haben ja unsere Medien nicht wirklich kolportiert und berichtet. Das ist alles schön unter dem Deckel gehalten worden. Es wird immer nur das verbreitet, was der Klimahysterie zum Munde redet.
Zurück zur Landwirtschaft. Wenn das wirklich zur Regel werden sollte, dass die Sommer wärmer werden, ja, dann müssen wir vielleicht auch anderes Getreide anbauen. Ne? Andere Getreidesorten, die sonst auch in der Ukraine oder im arabischen Raum angebaut werden und die solche Wärme vertragen können. Gilt natürlich auch für Mais, denn es gibt ja auch ganz warme Gegenden wie Mexiko oder auch Spanien, wo Mais angebaut wird. Da werden auch Sorten angebaut, die mit der Wärme klarkommen. Gut, vielleicht bist du ja ein Landwirt, der du hier zuschaust, dann schreib gerne mal in die Kommentare, wie du darüber denkst. Das Problem ist für mich nicht, die richtigen Weizensorten herauszufinden oder auch Maissorten, sondern das Problem ist, dass wir nicht wissen und nicht vorhersagen können, wie das nächste Jahr wird. Vielleicht haben wir nächstes Jahr einen kalten Sommer, dann gehen vielleicht die Pflanzen ein, die vielleicht mehr Wärme brauchen. Ja, oder vielleicht ist es dann wieder verregnet oder vielleicht haben wir auch wieder einen warmen Sommer. Das Wetter macht, was es will. Und da können sich die Klimaexperten, in Anführungsstrichen, auch auf den Kopf stellen. So viel dazu. Denkt auch daran, am 9. Oktober ist Landtagswahl in Niedersachsen. Denkt daran, die Altparteien abzuwählen und stattdessen eine alternative Partei zu wählen. Denn die kann es ja auch nicht schlechter machen. Und bleibt bloß nicht zu Hause, denn das stärkt nur das System. Dadurch werden die Prozente für die Altparteien wieder steigen. Und dann haben wir doch wieder die üblich Verdächtigen an der Regierung. Wollt ihr das wirklich? Geht zur Wahl, macht euer Kreuz an einer alternativen Stelle. Ich danke euch. Ich danke euch auch für eure Aufmerksamkeit. Teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Ich wünsche euch alles Gute und viel Glück. Bis zum nächsten Mal, euer Alex.